Hey Leute, mein Name ist Daniel und wir machen jetzt ein kleines Workout zusammen. Aber bevor wir anfangen, ganz kurzes Warm-up mit euch. Also auf geht's. Erstmal etwas weiter als hüftbreiter Stand. Ganz entspannt den Kopf kreisen von der einen Schulter zur anderen und zurück. Noch einmal. Kreisen die Schultern nach hinten. Schön große Kreise machen, die Schultern bis zu den Ohren ziehen. Den Ellbogen leicht mitnehmen und größer werden. Und den ganzen Arm mitnehmen. Sehr gut. Wir kreisen die Hüfte und Richtungswechsel. Von hier gehen wir über zu den Knien, Knie kreisen und auch hier Richtungswechsel. Sehr schön. Einmal die Beine lockern, Arme ausstrecken, Schultern tief, Handgelenke kreisen. Wir gehen tief in den Squat, achtet dabei drauf, Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen, Rücken ist gerade. Sehr gut. Und wir kommen nochmal hoch. Locker laufen am Platz. Dabei kreisen wir die Handgelenke weiter und in die andere Richtung. Wunderbar. Ellbogen mitnehmen. Auch hier Richtungswechsel. Und Kick nach vorne. Kick. Sehr gut. Kick, Kick, Kick. Und Jump. Vor, zurück. Vor. Arme schwingen locker mit. Wunderbar. Wieder entspannen. Relax. Wir gehen in den Squat. Komm, einmal. Einarm aufsetzen. Gehen durch. In den L-Sit. Wunderbar. Von hier stützt ihr einmal die Füße auf, Po hoch und halten. Blick geht nach geradeaus nach hinten und wir senken ab. Noch einmal, ab und tief, hoch und tief, hoch und tief. Sehr schön. Wir strecken ein Bein aus, das andere Bein ist angewinkelt, gehen in der Mitte durch in die Plank. Von hier gehen wir auf die Unterarme. Achtet darauf, dass der Ellbogen genau unter den Schultern ist und wir halten. Leicht bouncen. Wir gehen mit den Füßen auf, zu, zu. Zu, zu. Auf, zu, zu. Zweimal noch. Letztes Mal. Und einmal absenken, Arme zur Seite ausbreiten und Oberkörper hoch. Bisschen was für unseren unteren Rücken tun. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und alle zusammen, Push-Up nach oben. Sehr gut, noch einmal tief. Wir heben die Hände ab, Push-Up nach oben. Ein letztes Mal und hoch. Die Füße kommen ran, Rücken gerade, Brust raus und auf. Entspannt lockern. Das war das Warm-up. Jetzt geht es direkt weiter mit der ersten Übung und zwar die Side-to-Side-Crunches. Erstmal den Übergang zum Boden. Squat. Wir haben es gerade eben im Warm-up einmal schon gemacht. Einarm aufsetzen. Ein Bein durch, in den L-Sit, von hier, ganz entspannt. Füße erstmal aufstellen, Fersen, Spannung halten. Wir gehen zur Seite, ein Arm stützt ab. Ihr könnt auf den Ellbogen gehen, dürft aber auch die Hand benutzen. Zurück zur Mitte. Kick, Mitte, Kick, Mitte, Kick, Mitte.
Wir gehen immer halbes Tempo, das heißt immer zwei Zählzeiten. Kick zur Mitte. Kick zur Mitte. Kick zur Mitte. Das machen wir im ersten Intervall. Im zweiten Intervall lassen wir den Step in der Mitte weg, okay? Das heißt, wir gehen direkt Kick, Kick. Auf geht's. Off, Kick, Center, Kick, Center, Off, Kick, Center, Off, Kick, Center, Off, Kick, zieh. Off. Durchhalten. Gleich geschafft. Letztes Mal. Und ganz kurz die Beine lockern. Wir stützen die Hände auf und gehen nach oben. Gesäß hoch, Spannung halten. So, jetzt lassen wir den Schritt in der Mitte weg. Das heißt, wir gehen nur noch Side to Side. Auf geht's. Intervall 2. Und Kick. 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 Und Kick. Kick. Und Kick. Durchziehen. Komm. Nicht aufgeben. Gleich geschafft. Seven, go. Und einmal die Beine auslockern. Stellt mal die Füße auf und wir lassen die Beine locker von der einen Seite zur anderen fallen. Ein Intervall nur noch, Leute, dann sind wir durch. Auf geht's. Letzte Runde. Hot, Kick. Kick. Durchziehen. Komm. Wenn es zu schwer wird, kann ein Fuß aufsetzen. Oder nimmt beide. 5, 6, 7, break. Puh. Ich würde sagen, das Sommer Sixpack ist am Start, Leute. Wir legen direkt los. Zweite Übung. Foot Jabs. Ganz kurz zur Erklärung. Hatten wir eben schon mal im Warm-up, ihr seid hier unten. Jetzt gehen wir aber nicht hoch mit der Hüfte, sondern nehmen ein Bein zur Seite rüber. Kick. Zurück. Kick. Zurück. Die einfachste Variante ist, wenn ihr den Fuß auf dem Boden lasst. Bisschen schwerer, Fuß hoch. Wir gehen. Kick. Zurück. Kick. Zurück. Und jetzt ein bisschen schneller. Kick. Back. Kick. Back. Kick. Back. Kick. Back. Wunderbar. Wenn ihr das drauf habt, könnt ihr es auch gerne mit Sprung probieren. Das heißt, ihr macht einen kleinen Sprung in der Mitte, geht Kick, 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 Kick. Das ist unser Ziel für heute. Erstes Intervall gehen wir ganz langsam zum Kennenlernen. Anschließend gehen wir schneller mit kleinem Sprung, okay? Macht euch langsam bereit. Von hier kreisen. Richtung Wechsel. Auf geht's. Und Kick. 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 Denkt dran, wenn es zu schwer ist, Fuß absetzen. Oder in der Luft. Durchziehen, Kopf. Nicht durchhängen, aus den Schultern rausdrücken. Gleich geschafft. Wir gehen auf die Ellbogen nach hinten. Nochmal was für unseren Bauch. Beine leicht anheben. Jetzt ab dem zweiten Intervall, für die, die möchten, jeden Beat mit kleinem Sprung, okay? Bereit machen, wir kommen hoch. Auf geht's. Und tap, 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 tap. Durchhalten, komm. Nicht schlapp machen, ein Intervall danach müssen wir noch. Gleich geschafft.
Und Break. Wir gehen nochmal zurück auf die Ellbogen. Beine hoch. Untere Bauchmuskulatur. Letztes Intervall. Noch einmal alles, Leute. Auf geht's. Mit Sprung jeden Beat. Und Kick. Nicht nachlassen. Und Kick, Kick. Komm, zieh. Gleich geschafft. Und 5, 6, 7, break. Einmal kurz die Handgelenke kreisen. Ein Bein ran, ein Bein durch. Plank und Squat. Wunderbar, Leute. Jetzt kombinieren wir beide Übungen miteinander. Unsere Routine heißt, beide Übungen hintereinander weg. Ohne Intervallpause. Das ist jetzt unser Finale. Das Gute ist, wir haben gar keinen schweren Übergang. Einmal Squat. Wir gehen zum Boden. Ein Bein durch. Elche. Von hier starten wir die Side-to-Side-Crunches. Ka. Ka. Oder Ka. Ka. Euer Level. Dann kommt der Übergang. Das ist der Übergang. Das war's auch schon. Kommt einfach hoch. Und wir starten wieder die Foot Jabs. Jeden Beat mit kleinem Sprung. Kick, 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 kick. Alles klar? Einmal. Rücken gerade, Arme zur Seite, Handgelenke kreisen. Richtung wechseln. Wir machen uns langsam bereit. Side to side crunches. Erste Runde. Kick. Oder ein Bein. Dran, dran, beide. Oh, Kick, Kick, Kick. Durchhalten, Übergang. Füße aufstellen, Foot Jabs. Und, ta. Nicht nachlassen, komm. Sehr schön, komm. Und unser Übergang. Ganz locker. Side-to-side crunches. Und ta. Ka. 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 Oder ein Bein. Ta. Ta. Ka. Übergang. Hoch. Foot jabs. Kick. Nicht aufgeben. Zurück. LC. Side-to-side crunches. Ka. Zieh. Zieh. Und. Ka. Ka. Zurück. Zur Mitte. Foot jabs. Gleich geschafft, Leute. Durchhalten. Nicht aufgeben. Und noch einmal. Side-to-side crunches. Jetzt wird's hart. Durchhalten. Letztes Mal Foot Jabs. Finale. 7, go. Gleich geschafft. Übergang. Jetzt noch ein einziges Mal. Come on. Und Kick. 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 Relax. Übergang zur Seite, Becken hoch. Puh.
Ich hoffe, das Workout hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. 5, 6, 7, 8.